Hallo und willkommen in der Technik-Video-Welt. Wir haben hier das Poco M5S aus dem Hause Xiaomi und wollen uns in diesem Video mit der Ersteinrichtung des Geräts befassen. Wir werden das Ganze mal zusammen einschalten und klappern uns durch die komplette Ersteinrichtung bis hin zum Startbildschirm. Ein paar nicht ganz notwendige Schritte überspringen wir hier auch, damit das Ganze halbwegs schnell über die Bühne geht. Das sind aber dann auch Schritte, die man immer noch im Nachhinein einstellen kann, beziehungsweise die nicht unbedingt zwingend erforderlich sind für die Ersteinrichtung. Wir wünschen euch viel Erfolg und viel Spaß bei eurer Ersteinrichtung mit uns und mit dem Poco M5S. Ja, wir wollen uns in diesem Video mit der Ersteinrichtung von unserem neuen Xiaomi Poco M5S befassen. Wir haben das Gerät hier schon ausgepackt, falls ihr es nicht gesehen habt. Wir haben auch ein Unboxing des Geräts auf unserem Kanal und jetzt nehmen wir uns der Ersteinrichtung an. Wir nehmen euch da mal mit auf die Reise durch dieses eher unliebsame Thema der Ersteinrichtung, die ja doch immer ein bisschen aufwendiger ist bei den Smartphones. Aber wenn man sich da einmal strukturiert von A bis Z durcharbeitet, dann ja, kann man mit einer Viertelstunde, vielleicht schafft ihr es auch schneller, in 5 bis 10 Minuten, je nachdem, was ihr auch alles klickt, durchlest und auswählt. Anfangen in jedem Fall natürlich damit, dass man das Gerät einmal einschaltet. Dazu drückt ihr etwas länger auf die seitliche Ein-Ausschalt-Taste, die auch zeitgleich Fingerabdrucksensor ist, also die untere hier. Und dann sehen wir schon Poco, beziehungsweise hier unten Powered by Android. Und es gibt ein kleines Vibrationssignal, das muss ich euch natürlich erzählen. Das merkt ihr so nicht im Video, aber ist ja bei den meisten Geräten so, wenn man das einschaltet und dann ja, kommt dieser kleine Vibrationsschub einmal auf. Wir warten jetzt mal kurz, bis das soweit startet. So, und nach dem Begrüßungslogo MIUI sehen wir hier nochmal ein Screen, MIUI 13 oder MIUI heißt es. Das ist praktisch die Benutzeroberfläche, die hier auf das Betriebssystem Android 12 gestülpt wurde. Und wir können dann hier auf diesen Pfeil klicken, damit es losgeht. Wir sehen jetzt hier Sprache auswählen. Das ist im Prinzip der erste Schritt, der auch euch erwartet. Kann sein, dass das bei euch vielleicht auf Englisch steht. Wenn das werkseitig ausgeliefert wird, ist es meistens auf Englisch. Warum jetzt hier bei uns schon Deutsch angewählt ist, kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Vielleicht wurde das Gerät nicht hundertprozentig zurückgesetzt. Ansonsten sucht ihr euch eben aus dieser Liste Deutsch aus, wählt es an und dann geht's weiter. Ihr könnt hier unten noch den Text größer machen, wenn euch das zu klein ist, wenn ihr da ein bisschen Probleme habt, das zu erkennen. Einfach einmal drauf gedrückt, dann erscheint der ganze Text etwas größer. Ich lasse es jetzt bei Standardtextgröße, klicke ich nochmal drauf, mir reicht das so und ich hoffe, im Video kann man alles gut sehen. Zwischendurch, wenn es klein wird, hole ich das Handy ein bisschen näher. Auf jeden Fall nach der Sprachwahl einmal auf den Pfeil, dann müsst ihr noch ein Land bzw. eine Region auswählen. Kann ja nun sein, dass ihr das Gerät auf Deutsch zwar haben wollt, deutschsprachig, aber vielleicht in einem anderen Land lebt, dann wählt ihr das eben entsprechend hier aus. Hier gibt es auch hunderte Länder, so möchte ich mal fast meinen. Auf jeden Fall ist bei uns auch natürlich abhängig von der Sprache dann Deutschland schon vorgeschlagen und wir gehen auch hier auf Weiter. Region wird festgelegt, alles klar. Jetzt sollen wir als erstes eine Tastatur wählen. Wir sehen hier Gboard ist vorab angehakt. Wir haben dann noch Google Spracheingabe. Wähle die Standardtastatur, die du zum Schreiben von Nachrichten, Notizen und fast allem anderen verwenden wirst. Beachte, dass du später auch andere Tastaturen von Drittanbietern installieren kannst. Zeige die Datenschutzrichtlinie deiner ausgewählten Tastatur an. Das wollen wir jetzt mal überspringen. Wir sagen einfach so lassen und weiter. Jetzt kommen wir zu den Geschäftsbedingungen. Die muss man natürlich einmalig zumindest zur Kenntnis nehmen oder eben einfach akzeptieren. Ihr seht, wenn ihr hier einmal runterscrollt, dann habt ihr hier diesen kleinen Punkt. Ich habe die Nutzungsvereinbarung und Datenschutzerklärung gelesen und stimme diesen zu. Das ist die schnelle Variante, wenn ihr den Haken jetzt setzt und weiterklickt. Ansonsten könnt ihr euch hier oben eben noch in diesem Bereich zu den einzelnen Punkten viel, viel Text durchlesen. Wir sagen, wir akzeptieren das so und klicken hier auf Weiter. Wenn wir das noch alles vorlesen, dann wird das Video auch recht lang. Wir können in diesem Schritt jetzt eine SIM-Karte einlegen. Um deine SIM-Karte einzulegen, liest die deinem Gerät beiliegenden Anweisungen. Naja, eine SIM-Karte einlegen ist jetzt nicht so schwierig. Einfach hier einmal den SIM-Karten-Slot herausholen mit dem SIM-Karten-Tool, was mitgeliefert wird, und in den richtigen Steckplatz eine SIM-Karte einlegen. Ihr könnt ja hier auch zwei nutzen. Wir werden diesen Schritt jetzt überspringen. Das ist nicht unbedingt zwingend erforderlich für eine Ersteinrichtung. Wir werden im Nachgang dann eine SIM-Karte einlegen. Jetzt sollen wir uns mit einem Netzwerk verbinden. Ihr seht, hier sind so ein paar Netzwerke aufgeführt, also WLAN-Netzwerke, die hier in der Umgebung ja, vorhanden sind. Bei uns sind das ein paar mehr, dadurch, dass wir in einem Bürogebäude sind. Wenn ihr zu Hause sitzt, habt ihr hoffentlich dann nur das eure oder vielleicht noch das vom Nachbarn und wählt das entsprechende dann aus. Bei uns ist das dann dieses und dann müsst ihr natürlich einmal euer Passwort hier eingeben. Ich gebe jetzt einmal unser Passwort hier für unsere Internetverbindung ein. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr das Passwort findet, in den meisten Fällen steht es
das irgendwo unterm Router. Alternativ müsst ihr, wenn ihr es nicht irgendwo ja, niedergeschrieben habt, mal in euren Papieren gucken von eurem Anbieter, dass ihr irgendwo eventuell da beziehungsweise beim Router eben irgendwo euer Passwort findet. Ich gebe jetzt, wie gesagt, einmal unser Passwort schnell ein. So, nach Eingabe des Passworts könnt ihr euch das übers Auge hier rechts nochmal anzeigen lassen. Könnt ihr auch vorher drücken, damit ihr seht, was ihr da eintippt. Das ist hier eben die verschlüsselte Darstellung, ist bei diesen wichtigen Passwörtern ja auch ganz empfehlenswert, das so zu handhaben. Kann ja immer mal jemand hinter einem stehen, was man nicht mitbekommt, der einem über die Schulter guckt. Dementsprechend, ja, können wir jetzt sagen, wenn wir uns sicher sind, dass das alles richtig ist, verbinden. Und dann gucke ich mal, ob ich richtig, ja, habe ich richtig getippt. Wir sind verbunden, alles klar. Und dann klicke ich hier unten auf Weiter. Und jetzt wird unser Smartphone vorbereitet. Dies kann einige Minuten dauern. Normalerweise dauert das nicht unbedingt Minuten. Das geht auch in ein paar Sekunden. Wir warten den Bereich jetzt mal kurz ab. So, wie gesagt, das war jetzt noch nicht mal eine Minute. Und hier kommen wir zum nächsten Schritt, Apps und Daten kopieren. Das ist ein Schritt, der dafür da ist, wenn ihr ein altes Smartphone habt, von dem ihr die Daten und Apps und so weiter alles übertragen wollt auf das neue. Wenn ihr das M5S als neues Smartphone habt, dann könnt ihr das an diesem Schritt tun. Ihr könnt dann sagen, hier weiter und schließt dann euer altes Gerät hier per Kabel an und geht dann auch auf weiter. Wir werden das jetzt allerdings nicht machen. Wir wollen das Ganze als neues Gerät einrichten, einfach in der Annahme, dass vielleicht einige von euch das auch tun wollen, denn so eine Neueinrichtung macht ja bei der Anschaffung von einem neuen Gerät vielleicht auch irgendwo Sinn, wenn man sich auf seinem alten Handy ein bisschen zugemüllt hat oder so, dass man hier einfach mal frisch bei Null sozusagen anfängt. Deswegen sage ich nicht kopieren und dann geht's weiter, Daten werden überprüft. Und dann kommen wir zu dem Schritt, wo wir uns bei unserem Google-Konto anmelden oder mit unserem Google-Konto anmelden. Wir sehen hier diesen Kasten, wo wir unsere E-Mail oder Telefonnummer eingeben können. Solltet ihr die E-Mail-Adresse vergessen haben, klickt ihr da. Solltet ihr noch kein Konto haben und wollt es neu erstellen, klickt ihr da. Ihr könnt den Schritt auch überspringen, aber eigentlich macht es ja Sinn, ein Android-basiertes Smartphone auch mit einem Google-Konto zu nutzen. Deswegen, ich gebe jetzt hier einmal unsere E-Mail-Adresse ein. Dann klicke ich auf Weiter. Und muss auch hier ein Passwort eingeben. Ihr könnt auch hier vorab diesen Haken setzen. Dann wird euch euer Passwort auch angezeigt, was ihr da eintippt. Ich werde diesen Haken jetzt abwählen und tippe es wieder hier auch verschlüsselt ein. Das ist eben ja auch hier dieses Thema Sicherheit. Und nach Eingabe des Passworts klicke ich auf Weiter. Und jetzt sehe ich eben auch hier Nutzungsbedingungen von Google, Nutzungsbedingungen von Google Play und die Datenschutzerklärung. Kann ich mir alles, was hier blau ist, eben separat nochmal durchlesen. Wie vorhin bei den Nutzungsbedingungen und so weiter von Xiaomi haben wir das eben jetzt hier auch für Google. Ich stimme einfach so zu, brauche ich mir nicht durchzulesen. Ihr könnt das natürlich machen, wenn ihr die Zeit und Muße habt. Und jetzt werden unsere Kontoinformationen abgerufen. Und hier kommen wir zur Regelung der Google-Dienste, beziehungsweise sehen wir eben, was mit unseren Daten passiert. Wir sehen hier in Google Drive sichern. Wenn du deine Daten sicherst, kannst du sie jederzeit wiederherstellen. Also wenn ihr die in der Cloud hochladet sozusagen. Auch Backups betrifft das natürlich. Das könntet ihr dann auch ausschalten, wenn ihr das nicht wollt. Ich würde es eingeschaltet lassen. Das ist durchaus ganz praktisch. Einfach so eine Art Datensicherung. Dann habt ihr den Standort. Ihr könnt also den Standort verwenden, permanent oder ist eben auch manuell zuschalten oder nicht, je nachdem, welche Apps ihr wie nutzt. Wenn ihr zum Beispiel, so wie ich, das den Standort eigentlich nur dafür braucht, um wenn ihr mal navigiert oder irgendwie so, dann solltet ihr den auf jeden Fall ausschalten. Ihr seht, die WLAN-Suche wird dann hier auch mit ausgeschaltet. Wenn ihr natürlich sagt, so ein Quatsch, der Standort bleibt bei mir immer an, dann lasst ihn an. Ihr könnt dann, wenn der an ist, euch immer noch aussuchen, ob die WLAN-Suche mit soll oder nicht. Könnt ihr auch aktiv lassen. Dann habt ihr hier einen Punkt zum Thema Nutzungsdaten und Fehlerberichte senden. Das kann man durchaus ausschalten, denn ja, umso weniger wird von eurem Nutzerverhalten und so weiter preisgegeben. Könnt ihr aber natürlich auch, wenn ihr freundlich seid, anlassen. Und hier haben wir noch eine Information zum Thema Updates und Apps installieren. Das heißt, dass die eben automatisch installiert werden. Kann natürlich sein, dass das dann eben über eure mobilen Daten funktioniert. Das sehen wir hier. Für die Datenübertragung können Gebühren anfallen. Bei einigen dieser Apps werden eventuell In-App-Käufe angeboten. Also einfach nur ein bisschen Information. So, wenn ihr die Regler so gestellt habt, wie ihr wollt, dann sagt ihr einfach akzeptieren und dann geht es auch wieder weiter. Dann kommen wir hier zu dem Punkt, wo wir uns eine Suchmaschine für unseren Homebildschirm nachher, also für unseren Startbildschirm aussuchen. Und zwar habt ihr hier so ja, 10, 12 Suchmaschinen zur Verfügung. Ihr könnt zu jeder auch nochmal so ein Dropdown-File hier anklicken, dann kriegt ihr da noch so ein bisschen Informationen zu den einzelnen Suchmaschinen. Ich werde jetzt hier einfach Google wählen und sage weiter. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, welche ihr wollt. Dann sollen wir hier ein Passwort festlegen. Auch das kann man natürlich später machen. Ich sage
immer hier meine Bildschirmschwere lege ich direkt in der Ersteinrichtung schon fest. Das sollte man auf jeden Fall machen, dann gewöhnt man sich zum einen von Anfang an daran und zum anderen ist euer Gerät eben auch permanent geschützt. So, dann wählen wir hier mal unsere PIN. Jawohl, merke dir dein Passwort. Alles klar, hier läuft so ein kleiner Countdown ab, damit wir das auch lesen in der Zwischenzeit. Und dann sage ich jetzt hier einfach nur als Dummy, das ist nicht meine wirkliche PIN, aber hier 4x0, so zum Beispiel. Ups. Und nochmal bestätigen das Ganze und auf Weiter. Und dann haben wir ja schon ein Passwort festgelegt, beziehungsweise eine PIN. Das ist eben die PIN für unsere Displaysperre. Dein Suchanbieter. Du hast Google als deinen standardmäßigen Suchanbieter ausgewählt. Jo, das ist nur eine Information. Alles klar. Einrichtung fortsetzen. Du kannst fortfahren, um die Einrichtung deines Geräts abzuschließen oder aufhören und dich später daran erinnern lassen. Ja, kann man jetzt im Prinzip aufhören. Dann gibt es aber noch ein paar Punkte, die wir uns noch angucken wollen. Dadurch, dass wir hier das Tutorial zur Ersteinrichtung machen, gucken wir uns die dann auch wenigstens komplett an. Was wir dann überspringen, das können wir immer noch entscheiden. Mit Hey Google auf Assistant zugreifen. Ihr könnt also euer Gerät sprachsteuern und dann ihm Fragen stellen. Hier sind so ein paar Beispiele. Wie soll das Wetter am Wochenende werden? Wo ist das nächste Café? Stell einen Wecker für morgen früh um 5. Also ihr könnt das alles per Sprache hier eingeben sozusagen und euer Gerät reagiert entsprechend mit diesem Google Assistant. Ist auf jeden Fall für den einen oder anderen bestimmt eine praktische Sache. Ich bin nicht so Fan davon, mit meinem Handy zu reden, aber das sieht jeder, wie er möchte. Für den Fall, dass ihr das wollt, sagt ihr, ich stimme zu. Voice Match bei Hey Google aktivieren, das ist eben, wenn ihr Hey Google sagt, dass das Gerät auch erkennt, dass ihr das seid und nicht irgendjemand Fremdes mit eurem Gerät sprechen kann, beziehungsweise ihm Befehle erteilen kann. Wenn ihr das Ganze überspringen wollt, müsst ihr einmal eben nach unten scrollen, habt ihr gesehen, erst dann taucht dieser Überspringen-Button auf, ansonsten sagt ihr auch hier, ich stimme zu. Auf Assistant zugreifen, ohne dein Gerät zu entsperren, das ist eben auch ganz praktisch, wenn ihr das Gerät gesperrt habt, also das Display gesperrt ist und dunkel, dann könnt ihr das Gerät trotzdem ansprechen und es reagiert dann. Wenn ihr sagt, ich stimme zu, wie gesagt, stimmt ihr dem Ganzen zu, könnt ihr auch überspringen und alles später nochmal einstellen. Wir laufen da jetzt mal so durch. Dieser Sprachassistent ist durchaus ja, ein hilfreiches Tool. Wie gesagt, wer schon über die Schwelle ist, dass er mit seinem Handy redet, der kann das gut und gerne nutzen. Ich tue mich da immer noch ein bisschen schwer. Schnell per Smartphone bezahlen. Mit Google Pay kannst du schnell und einfach im Supermarkt und in anderen Geschäften kontaktlos bezahlen. Wir sehen also, das Gerät ist auch NFC-fähig. Das ist durchaus sehr schön und wir sagen weiter. Kommen dann hier zu GPay, dann müssen wir uns halt eine Karte aussuchen oder wie auch immer. Deswegen werde ich den Schritt überspringen, aber so könntet ihr das handhaben. Sonst noch etwas, du kannst jetzt noch einige Funktionen einrichten oder die später in den Einstellungen nachholen. Dann sehen wir so ein paar Beispiele, weiteres E-Mail-Konto hinzufügen, Hintergrund ändern, Schriftgröße, weitere Apps. Nein, danke, das wollen wir jetzt nicht. Das ist ja auch alles nicht mehr zwingend erforderlich, um durch die Ersteinrichtung zu kommen. Weitere Einstellungen, okay, Standort. Nutzungs- und Diagnosedaten senden, automatische Systemaktualisierung, personalisierte Anzeigen. Das ist immer so ein Punkt, eigentlich ist es egal, ob man das an- oder ausschaltet, ihr kriegt so oder so Anzeigen. Ihr könnt dann hier nur wählen, ob die auf euren Interessen beruhen oder eben willkürlich sind. Da macht es dann natürlich irgendwie schon Sinn, wenn man sagt, ja, das ist mir egal, wenn da meine Interessen beobachtet werden oder wie auch immer, dann kriege ich wenigstens Werbung, die auf mich zugeschnitten ist und nicht irgendeinen Kram, der mich gar nicht interessiert. Hintergrundbildkarussell, das ist etwas, was ich immer ausschalte, weil das für mich völlig irrelevant ist und eben zudem ein Akkufresser ist. Das muss man ja nicht permanent anhaben. Könnt ihr natürlich auch aktiv lassen. Programm zur Benutzererfahrung, das schalte ich aus. Apps automatisch aktualisieren. System-Apps und Drittanbieter-Apps über Get-Apps aktualisieren, um die neuesten Funktionen zu nutzen. Automatische Aktualisierungen können in Get-Apps und so weiter deaktiviert werden. Ja, ich deaktiviere das. Ich aktualisiere meine Apps immer manuell. Ich gehe dafür einmal kurz in Play Store, gucke, ob es da Updates gibt und dann installiere ich die. Also, so lasse ich das jetzt erstmal drin und sage weiter. Und jetzt ist die Einrichtung abgeschlossen. Du kannst jetzt loslegen. Dann klicken wir hier nochmal drauf. Wir sehen jetzt da unten Apps laden. Das heißt, jetzt findet so ein kleiner Ladeprozess erstmal statt. Ihr solltet auch ein bisschen Geduld mitbringen, wenn das Ganze jetzt abgeschlossen ist. Nicht immer erwarten, dass sofort euer Gerät ja perfekt funktioniert und alles schon da ist. Ihr solltet ihm einen kleinen Moment Ruhe gönnen, weil eben noch diverse ja, Apps geladen werden, Einstellungen geladen werden und Aktualisierungen eventuell stattfinden. Dadurch, dass jetzt das Gerät ja das erste Mal sozusagen in Betrieb ist und auch mit dem WLAN-Netzwerk verbunden ist. Da passieren noch schon so ein paar Schritte. Wir haben hier, muss man dazu sagen, auch nicht den allerschnellsten Prozessor verbaut natürlich. Das kann eben ein bisschen dauern. Dafür ist das Gerät ja mit seinen um die 200 Euro relativ günstig und in diesem Fall bei dem Prozessor muss man dann schon mal einen kleinen Abstrich machen, aber soll uns nicht stören. Wir sehen jetzt hier anhand des Files, der da oben
praktisch immer so durchläuft, dass das Ganze eben noch aktualisiert wird. Das kann eben noch ein Momentchen dauern, seid da ein bisschen geduldig. Ihr könnt hier aber schon mal so ein bisschen wischen und gucken, was denn hier so abgeht und wie das Ganze so aussieht. Wir sehen eben hier unsere zweite Seite vom Startbildschirm mit den Apps. Wenn ihr hier hochwischt, habt ihr eben die Basis aller Apps. Hier findet ihr alle Apps, die auf eurem Gerät installiert sind. Wir können uns mal das Kontrollzentrum angucken und herunterwischen. So sieht das Ganze aus. Das kann man dann hier noch weiter ausklappen. Hier haben wir dann noch verschiedene Seiten und haben hier lauter Kurzbefehle. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch, dieses Kontrollzentrum. Wir kommen auch hier oben direkt in die Einstellungen. Dann können wir uns hier auch einmal durch die Einstellungen durchgucken. Also auf jeden Fall funktioniert schon mal alles. Wir wollen das jetzt hier auch nicht in die Länge ziehen. Das Gerät ist erst eingerichtet. Ihr solltet jetzt natürlich, wenn ihr es so gemacht habt wie wir, dann dran denken, dass ihr im nächsten Schritt auch eine SIM-Karte einlegt. Denn wir sehen hier oben anhand dieses kleinen Symbols, dass wir jetzt keine SIM-Karte eingelegt haben. Das ist ja dieses SIM-Kartensymbol mit dem X dadurch. Ups. Und das müsste man natürlich tun, um eben auch mobil surfen zu können, beziehungsweise telefonieren zu können. Wie gesagt, das war unsere Ersteinrichtung. Wir hoffen, dass wir euch damit ein bisschen helfen konnten, dass ihr nun auch vielleicht, wenn ihr ein bisschen Angst vorher hattet, durch diese ganze Ersteinrichtung durchzugehen, dass wir euch die ein bisschen nehmen konnten. Wie gesagt, es ist nichts Kompliziertes dabei. Ihr müsst euch an einigen Stellen eben nur, zum einen Passwörter eingeben, die müsst ihr natürlich parat haben. Zum anderen müsst ihr euch entscheiden, wie ihr euer Gerät nutzen wollt und was ihr preisgeben wollt von euch. Das spielt heute natürlich auch immer eine immer hier schwerwiegende Rolle. Also, wenn euch das Video zur Ersteinrichtung vom Xiaomi Poco M5S gefallen hat, würde ich mich über euren Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal und ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Tutorial hier oder in einem weiteren generellen Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Poco M5S, falls ihr euch es auch tatsächlich gekauft habt. Und sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!